weißes Scherzl auf Mohnkrähen und Kürbiskernsoße lautet Andi Wolters Gericht heute. Das weiße Scherzl in kochendes Wasser einlegen. Den aufsteigenden Schaum abschöpfen und das Fleisch etwa eine Stunde leicht köcheln. Erst danach etwas Suppenpulver beigeben und später das Suppengrün sowie Liebstöckel zugeben und eine weitere Stunde weichkochen. Das Fleisch aus der Suppe heben, kurz überkühlen lassen, in Klarsichtfolie wickeln und etwa 20 Minuten rasten lassen. Für die Marinade die gehackten Kürbiskerne mit den fein geschnittenen Zwiebeln vermengen, mit Schnittlauch, Petersilie, Apfelessig, Kernöl, Salz, Zucker und Pfeffer abschmecken. Für die Krähensoße das Obers aufkochen. Den Tafelkrähen zugeben und mit Salz abschmecken. Mohnstriezel in kleine Würfel schneiden. Und in einer Pfanne in heißer Butter goldgelb rösten. Den Mohn zufügen und kurz durchschwenken. Die Krähensoße gleichmäßig auf dem Teller verteilen und reichlich mit den knusprigen Mohnwürfeln bestreuen. Das weiße Scherzl in Scheiben schneiden, etwas Wurzelgemüse dazugeben, und mit der Kürbiskernmarinade beträufeln. Mit frisch geriebenem Krähen servieren. Wir wünschen gutes Gelingen.